Mahlzeit Österreich, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Wochenteilenausgabe. Ja, heute beginnen wir nicht mit den Corona-News, sondern mit einem historischen Datum. Der 18. August ist ein besonderer Tag. Da feiert Bad Ischl den Geburtstag von Kaiser Franz Josef. Denn am 18. August 1830 kam seine Majestät in Schlosschenbrunn zur Welt. Das wird in Bad Ischl immer sehr groß gefeiert, nur leider heuer nicht so. Aufgrund der Corona-Maßnahmen war es heuer ein bisschen anders. Aber dieser Tag ist einfach und bleibt einfach etwas Besonderes für Bad Ischl. Reisewarnung für Kroatien ab Montag setzte eine regelrechte Urlauberflucht ein. Eine riesige Blechlawine setzte sich in Bewegung und der Stau an den Grenzen war vorprogrammiert. In Österreich wurden bereits über 1 Million Corona-Tests durchgeführt. Dieser Rekord wurde am Wochenende geknackt. Weiter geht's mit den International News. Seit 25. Juli 2020 gibt es eine tolle Zaubershow im Bayernpark in Deutschland. Ja, wir sind da vor Ort hingefahren und haben uns verzaubern lassen. Aber sehen Sie selbst. Unfassbar. Das ist derzeit das Motto im Bayernpark, denn zweimal am Tag, immer um 13 und 16 Uhr, begeistert Florian Otto mit seiner Zaubershow unter dem Namen Unfassbar das Publikum. Sie sehen hier hinter mir die Bühne und auch uns hat er verzaubert. Und wir schauen jetzt noch einmal rein in die Zaubershow. Vergessen dazu zu sagen, dass man immer eine Ersatzflasche bei so einem Trick dabei haben sollte, weil es handelt sich ja um zerbrechliche Gegenstände und nur für den Fall, dass was runterfällt und kaputt geht, will ich die restlichen 6,5 Stunden Zaubershow ja trotzdem galant zu Ende spielen, deshalb immer eine Ersatzflasche dabei haben, safety first, wie der Niederbayer sagt. Also, die Röhre kommt über das Glas wird zur Flasche und die Flasche wird zum Glas, aber selbstverständlich nur, wenn man noch eine Ersatzflasche mit dabei haben, wie bereits erwähnt. Diesen ältesten Zaubertrick der Welt kann man auch mit nur einer einzigen Röhre vorführen. Only one tube. Schaut dann so aus. Das Glas wird zur Flasche und die Flasche wird zum Glas. So einfach ist es. Schon langsam hat es also jeder dieser 70.000 begeisterten Zuschauer hier im Münchner Olympiastadion. Eher. Viel Spaß im Bayernpark, ich bin der Zauberflori und ich sag Servus und Tego. Dankeschön. Weiß-blaue Zauberkunst, wieso? Weil es Spaß macht, weil es das ist, was ich bin, das, was mich ausmacht. Ich kann nie als hochdeutscher Zauberer irgendwo im Frack und mit Zylinder auf der Bühne stehen. Ich mache es, wie gesagt, in der Lederhosen, bayerisch, weiß, blau und da fühle ich mich einfach am wohlsten. Warum unfassbar? Wie bist du auf den Spruch unfassbar gekommen?
Das ist echt ganz interessant. Das ist mir, glaube ich, mal beim Autofahren eingefallen, wo ich von einem Auftritt heimgefahren bin. Ich habe irgendwie so dieses Fass vor Augen gehabt, weil normalerweise klassisch bist du ja der Zauberer mit dem Zauberkoffer, mit seinem Alu-Koffer, wo dann die ganzen Tricks drin sind. Und ich habe mir immer gedacht, ich will was anderes, ich will was Neues. Wo kann ich meine Sachen einbackeln, was zu dem Bayerischen passt? Und dann bin ich aufs Fass gekommen und daraus ist dann dieses Wortspiel mit unfassbar entstanden, wo das Fass ja mit drin ist. Genau. Und was motiviert dich eigentlich, Zauberer zu sein? Mich motiviert dahingehend das, dass ich einfach mit dem Geld verdienen kann, was mir Spaß macht, was andere Leute vor allem auch Spaß macht. Es ist einfach schön, auf der Bühne zu stehen und sich da auszutoben und auszuleben und damit halt, wie gesagt, auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich denke, es gibt nichts Schöneres, als ein Hobby zum Beruf zu machen. Momentan bin ich jetzt noch bis zum 6. September im Bayernpark, schon seit dem 25. Juli, täglich zweimal, 7 Tage die Woche. Also wenn man mich sehen will, dann hat man jetzt die Chance dazu, die ganzen Sommerferien von Bayern, genau. Dann recht herzlichen Dank für die Einladung, hier bei der unfassbaren Zaubershow dabei gewesen zu sein und weitere tolle Auftritte hier im Bayernpark. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich und in diesem Sinne Mahlzeit Österreich zurück ins Studio. Am 15. August 2020 prügelte in Australien ein Ehemann einen weißen Hai in die Flucht, als sich dieser in das Bein seiner Frau verbiss. Geistesgegenwärtig prügelte er auf den Hai ein, bis dieser auf das Frühstück verzichtete. Er wird nun in Australien als Held gefeiert und die Frau schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Nochmal Glück gehabt. Nun machen wir uns wieder fit mit unserem Experten Hans Inn. Servus und grüß euch bei Mahlzeit Österreich. Ich bin heute natürlich wieder in der schönen Natur heraus, gell? Und habe natürlich da jetzt so ein Holzstück gefunden. Wenn ihr nicht so Holz zu Hause habt, nehmt ihr einen Besenstiel oder was her, dann nehmt ihr ihn einfach so, von oben greifen, gell? Wir stehen dann parallel, okay? Dann bücken wir uns einmal nach unten und ziehen nach oben. Nach unten und nach oben. Auf Japanisch, wir sagen guten Morgen, gell? Tief gehen, verbeugen und wieder hochgehen. Tief gehen, hochgehen. Einstellung ist parallel, ich stehe zwar ein bisschen schief, aber das macht nichts. Tief gehen, hochgehen. So, und jetzt lassen wir es oben, gell? Wir lassen das jetzt oben, das Holz, greifen das ein bisschen breiter und dehnen uns praktisch ein bisschen auf die linke Seite, so dass wir da mit dem Rumpf runterkommen. Gehen wir wieder zurück zur Mitte, andere Seite. Schau, ihr spürt es dann da herinnen, gell? In der Hüfte. Zurück zur Mitte, andere Seite, wieder zurück zur Mitte. Oh, das tut gut. Okay, das nächste schaut dann so aus. Wir gehen vorne her, dass wir ungefähr so parallel haben. Und dann das Gesicht, also der Blick bleibt nach vorne. Und wir drehen einfach die Arme seitlich. Gell? Seitlich herdrehen, wieder zurück zur Mitte, andere Seite. Ah, das ist gut. Wenn da ein bisschen was locker wird. Einmal links, dann wieder wechseln auf die andere Seite. Okay, liebe Leute, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt es, bis zum nächsten Mal. Servus und pfiat euch. Danke dir, Hans N., für deine tollen Fitnessübungen. Und nun geht's weiter mit unserer beliebten Rubrik Der Witz der Woche. So, jetzt bin ich gespannt, welcher Witz heute wohl dran ist. Hallo Witzemonster, schön, dass du wieder da bist. Ja, der Witz der Woche kommt heute von Max_Freuries. Danke dir von Instagram, danke dir recht herzlich. Und sein Witz: Was ist das Lieblingstier von einem Alkoholiker? Der Zapfhahn. Danke dir recht herzlich. Und das war unsere beliebte Rubrik Der Witz der Woche. Ja, werte Zuseherinnen und Zuseher, was soll ich sagen? Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte jetzt gerne einen Like da lassen, kommentieren und jetzt kostenlos abonnieren, damit Sie keine Ausgabe mehr verpassen. Somit bedanke ich mich fürs Einschalten. Jetzt natürlich auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischauen, ist da alles unten verlinkt. Auch Florian Otto ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Und nicht vergessen, Mahlzeit Österreich.